Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Busse, euch nach langem wieder mal mit einer Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der 1.37 haben wir heute den Mercedes Antos. Männlich. Ja, ich glaube, der Zug kommt. Ja, auf jeden Fall, ich will ja nur mal ein paar Mods immer zeigen, die mir selber persönlich richtig gut gefallen. Und ja, dieser LKW fehlt auf jeden Fall im Euro Truck Simulator und besser gesagt Tandems fehlen. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann könnt ihr gerne ein Däumchen geben oder eure Kommentare unten in die Videobeschreibung. Link findet ihr auf jeden Fall auch da, aber es wird nicht mehr die Modliste unterstützt. 130 MB und wir gehen einfach mal shoppen. Ja, deswegen ab zum Händler des Vertrauens. Und ich bin ganz normal auf dem Standardbereich. Also das ist ja meine Spielstand, wo ich quasi mein LKW immer nutze und meine Touren. Ja, ich dachte mir, den werde ich vielleicht für nächste Woche nehmen. Wenn ihr wollt, fahre ich mit denen auf jeden Fall nächste Woche auch mal ein paar Touren. Und ja, dann gehen wir mal zum LKW-Händler. Ich habe ziemlich viele Mods nebenbei aktiviert und deswegen kann das durchaus sein, dass es hier ein bisschen, naja, ruckelt. Ja, im Prinzip wird hier wahrscheinlich der Sound ein bisschen angepasst. Die Scheiben, naja, werden wir gleich sehen, was man da sieht. Auf jeden Fall haben wir die kleinere Version von unserem Aufbau und eine höhere. Wir nehmen mal die höhere. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche, ja, Fahrwerkskomponenten und das finde ich zum Beispiel richtig cool, wenn jemand sich auf einen LKW konzentriert und es den auch umsonst gibt. Dann, ja, dass man viele verschiedene unterschiedliche Aufbauten, dass der LKW ein bisschen tiefer ist, die Felgen schon so ein bisschen angepasst. Ja, also sieht schon sehr, sehr cool aus. So, nehmen wir mal die Version. Wir haben die Version oder die Motorleistung von 326 bis 625 PS. Das wird auch hier richtig angezeigt. Das ist super, finde ich toll. Wir haben drei Getriebesorten, einmal 16, 12 und nochmal 16 mit Retarder. Wir nehmen 12. Ah ne, wir nehmen das höchste, um mal zu schauen, wie teuer das ganze Spiel ist. Diese Version hat aber auch noch für diejenigen, die durch England fahren wollen. Ja, wurde es jetzt irgendwie nochmal angepasst. Ah, das sieht schon cool aus. Wir nehmen aber diese hier. Ja, auch das Interieur. Ja, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Das mit dem Beige. Hier soll so leicht töppichartig sein. Und hier hat der vielleicht so eine Belüftung. Könnte ich mir gut vorstellen. So, bei den Lackierungen, das sind immer noch die Standardlackierungen. Diesen Mod haben wir schon 1000 Mal gesehen. Oder schon sehr oft. Aber ich dachte mir, dem Muster, das ist ein außergewöhnlicher LKW, der gefällt mir. Ja, und der ist wirklich ein schönes Ding. So, wir können hier noch so eine Haube drauf machen, unterschiedlichen Höhen. Wenn ihr das nicht wollt, ja, dann könnt ihr hier auch so eine und umleuchten, das kann aber alles aus dem DLC oder besser gesagt aus dem Mod-Paket sein bei mir. Da will ich jetzt nicht die Finger ins Feuer legen. So, das würde ich jetzt nehmen. Oder komplett lackiert. Die Scheiben oder die Außenspiegel geht auch. Hier könnt ihr euren Namen reinmachen. Ja, SESL-Mods habe ich hier natürlich auch wieder am Start. Das kann man alles machen. Oder ihr nehmt hier den Mercedes. Dann, ja, da bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Wir können verchromt oder Wagenfarbe. Das macht sich natürlich ganz gut, wenn man halt diesen hier nimmt. Ja, dann merkt man gleich diesen Unterschied. Machen wir gleich mal weiter. Lassen wir die Lackierung hier unten. Können wir ein bisschen auswählen. Wer es mag, lassen wir es einfach mal so drin. So, hier. Oh, hier unten noch ein bisschen. Und dann kann man hier noch ein, ja, das ist auf jeden Fall auch schön, dass es gleich in Wagenfarbe ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch ein paar Blinkerspots ranmachen oder. Das ist euch denn überlassen. So, auch diese Sachen wird immer ganz oft von SCS vergessen, dass man die lackiert hat. Aber ich merke gerade, dass man das vielleicht so macht, weil man hier diesen Bügel, den hat man ja noch nicht. So, Kunststoff. Ah, hier, gucke an. Schön. Manchmal finde ich es ja bei den LKWs ganz gut, wenn man irgendwo Teile schwarz lässt. Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Wie jeder das mag.
So, wir haben das gemacht. Hier hinten können wir noch, da wird nicht der Tank irgendwie geändert, da wird hier das geändert in Wagenfarbe. Wir können den Aufbau, ich sehe jetzt nicht großartig was. Ach, hier noch ein bisschen ändern, die Reifen. Hier ist dann weiter nichts. So, in dem Paket ist natürlich, wenn ihr es empackt, ein Anhänger noch dabei. Also bei 167.000 seid ihr schon fast dabei. Wir können aber hier drinnen noch leichte Veränderungen machen. Das ist jedem selbst überlassen. Hier auch SESL-Mods aus dem Steam Workshop. Da könnt ihr hier auch noch ein paar Sachen reinmachen. MAN passt nicht. Und ja, legt da hier eine Pizza oder die Edeltraut, könnt ihr natürlich auch hinmachen. Ne? Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier die Katze hinlegen. Ne? Kennt ihr ja. Wo ist die Katze? Da ist jetzt schon lange nichts mehr Neues so großartig dazugekommen. Also nichts, das mir so auffällt. Richtig nach hinten gucken kann ich bei dem LKW nicht. Ja, hier kann ich mir eine Pizza, dass man da noch was hinbaut. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. So, bei den Scheiben ganz normales Glas oder so einen leichten Blaustich. Und dann sind wir schon bei über 175.000. So, bestätigen wir. Gehen dann nochmal raus und gehen nochmal bei den Trailern. Das dauert alles noch und ich hoffe immer, dass es nicht abstürzt. Ja, gut. Ich habe zu viele Mods hier wahrscheinlich drin. So, dann geht ihr einfach bei Krone und da habt ihr den Auflieger. Da könnt ihr nicht großartig was umbauen, aber zack, das läuft. Ne? Krone. Hier habe ich noch den Megaliner-Mod drin und deswegen müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein. So, dann gehen wir mal rein. Und ich würde sagen, ja. Wir machen mal den Motor an. Ja. Hört sich eigentlich ganz gut an, ne? So, jetzt setzen wir uns mal rein und machen den Motor aus. Was ist denn eigentlich mit dem Spiegel los? Was zeigt denn der mir hier? Ich jetzt aber mal. Hier zeigt er richtig. Jetzt zeigt. Ach! Der musste jetzt erstmal überlegen. Gut, alles klar, wir machen den Motor an. Ach, hier mit dieser Anzeige mit der Spule und so. Ach, das ist schon. Das sind so eine kleinen Feinheiten, ne? Was die Mod-Community immer so reinmacht. So, bei den Scheiben, ich mach mal runter. Und ihr seht nichts. Ja, ihr seht nichts. Also ist jetzt nicht irgendwie. Ah, das funktioniert noch nicht so richtig. Aber okay, wir jetzt fahren wir mal. Wir machen mal Warnblinkanlage an. Wie ist der Blinker? Für die eigentlich? Hört sich gut an. Oh, brummt doch gut. Oh. Ja. Daumen hoch, Maximus. Baum hoch. Jetzt machst du mal wieder eine Mod-Vorstellung. Also Mod-Vorstellung, wie gesagt, mache ich nur ganz, ganz selten mal, wenn mir ein LKW gefällt. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann geht einfach zu Mr. John Trucker. Ich habe das irgendwie gesehen, der hat diesen LKW und so gezeigt und dachte mir, ach, den Witz auch. Warum mache ich das? Weil ich diesen Truck sowieso denn zeigen möchte. Und wenn ich den eh schon so zusammenbaue, dann kann ich auch kurz ein Video machen. Ich habe hier leichte Ruckler. Wir machen mal an. Es ist hier irgendwo ein kleiner Fehler. Ihr habt es gesehen. Irgendwas mit dem Trailer. Bla 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 bla. Aber kann natürlich auch ein anderer Mod sein, der hier ein Problem macht. Also, schlussendlich kann man sagen, er wurde angepasst für die 1.37 und ist ein sehr, sehr schöner LKW, den ich gerne auch im Originalspiel hätte. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. So ist es. So, ja, dann werden wir den vielleicht nächstes Mal sehen, wenn ihr mehr Mods mal so sehen wird. Also nicht mehr wie ein, zwei, vielleicht mal eine Woche, so wie ich halt Zeit habe. Und das ist halt immer nicht so der Fall. Dann schreibt das unten in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen. Ich bin erstmal raus und sage haut rein, macht's gut, bye bye.